Was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen zu weiteren Videos auf meinem Kanal. Heute starten wir in EAFC eine neue Serie. Und zwar schafft man Root Roulette Winter Wildcard SBC auf einem neuen Account mit den aktuellen SBCs, die es in FIFA gibt. Oder in EAFC, ich sage halt immer noch FIFA dazu, aber egal. Und jetzt ist es der Tag Nummer 1, wo wir suchen, wir werden den abzuschließen. Und hier im Hintergrund sehen wir auch schon die gute Karte. Schauen wir erstmal rein, was wir für Root Roulette brauchen. Ich habe hier schon die Punkte. Challenge abgeschlossen, ah, die Silber-Challenge. Aber hier braucht man auf jeden Fall, wie immer bei den eigenen SBCs, einfach ein Silber- und ein Bronze-Team. Dann muss man 84er, 85er, noch ein 85er, noch ein 85er, 86, 86, 87er, dreimal 3 88er und 3 89er Teams abgeben. Die SBC kostet 2,7 Millionen. Ich bin gespannt, ob wir das schaffen werden, aber ich bin auf jeden Fall gute Dinge. Und jetzt zeige ich euch erstmal, welche SBC ich meine. Und die Main SBCs werden Premium Upgrade gemischte Ligen. Hier kriegt man schon mal ein 45k Pack, wenn man alles abschließt, untauschbar. Dazu noch ein Jumbo Gold Pack tauschbar, Prime Electrum Profi untauschbar, einen kleinen 50k Pack untauschbar und ein kleines 45k Pack untauschbar. Bei Upgrade gemischte Ligen kriegt man ein kleines 50k Pack zum Abschließen. Danach kriegt man noch ein Silber Profi Pack, ist okay, Gold Pack, was tradable ist, Premium gemischte Profi Pack und ein 7,5er Handschuh Pack. Die SBC kostet ungefähr so 9,6k und die SBC 16k. Und ich habe auch schon bei vielen Leuten gesehen, dass die nur durch die beiden SBCs und dann noch halt die überschüssigen Spieler in 80 Profi-Wahl, 85 Profi-Wahl, 83 mal 10 alles reingepackt haben und dadurch sich halt Mbappé Player of the Month gecraftet haben für 0 Münzen. Und das ist wirklich schon geisteskrank. Einfach nur mit ein bisschen Zeit investieren und Coins. Ich meine, so macht ihr auf jeden Fall den sowieso komplett günstiger, wenn ihr den mit Zeit und Craften reinsteckt. Nur es dauert halt seine einige Zeit. Und wie gesagt, wir werden immer craften, diese beiden SBCs, die ich euch gerade gezeigt habe, diese Upgrade League SBCs. Und daraus, wie gesagt, überschüssigen Spieler 80 plus, 85 plus Profi-Wahl reingeben oder 83 mal 10. Und dann würde ich sagen, starten wir rein. Starten wir erstmal gut rein, ja. Zwei Spieler muss ich noch eben kurz abgeben. Der muss gleich wieder. Und dann starten wir auch erstmal rein mit einem Silber-Profi-Pack. Da kann man, oder braucht man eh nichts zu erwarten. Die kann man einfach wieder reinstecken, oder? Vielleicht jetzt der Kollege hier von Manchester City, der was kostet hier. Weil das ist tauschbar. Und der Kollege kostet 4000 Münzen. Jetzt haben wir die Hälfte wieder reingeholt. Jetzt haben wir auf jeden Fall noch ein paar unspektakuläre Packs natürlich. Hier vor uns 7,5er. Mit einfach eine Frau. Dann noch zwei 5K-Packs. Die werden hoffentlich, oder was ich hoffentlich. Die werden halt auch nicht spektakulär. Den haben wir hier. Weiß ich nicht mal. Christian, ja. Nächstes 5K-Pack. Let's go. Natürlich wieder nichts. Random Keeper. Noch ein 5K-Pack. Brasilien. RM. Wahrscheinlich Malcolm. Lucas Henrique. Jetzt kommen wir zu etwas besseren Packs. Jumbo Gold Pack. Da hatte ich auch schon mal den einen oder anderen guten Spieler raus. Packs werden besser, Spieler werden auch besser. Hier schon mal ein 384er. So, Gold-Profis Pack. Bitte da auch was Cooles. Champion ZM. Wieder eine Frau. Dann kommen wir Prime Electrum Profi Pack. Mittlerweile kann man auch mal Walkout verlangen. Da müsste auch gleich mal was drin sein. Hier Ramsey. Nochmal ein Prime Electrum Profis Pack. Hier immer in der Bewertung höher. 82 zumindest. Prime Electrum Profi Pack diesmal. Leider untauschbar. Spanien-Stürmer. Jorge Iglesias. Auch wieder ein 83er. Und so haben wir jetzt schon quasi fast ein komplettes 83x10 zusammen. Bis auf natürlich den Innenform, der fehlt immer. Oder bis jetzt noch. Aber wenn wir da schon mal einen ziehen, schon komplett die Miete für das 83x10 dabei. Prime Gold Profis Pack. Bitte gönnen, bitte gönnen. Zumindest schon mal irgendwie ein Walkout Deutschland ZDM. Bayern, es könnte Kimmich sein, es könnte Kimmich sein und es wird Joshua Kimmich 88er Walkout. Und ist sogar tradable. Dann jetzt hier gemischte Profi-Pack Premium, auch untauschbar. Aber das wird kein Walkout, das wird auch, glaube ich, sogar einfach nur für Non-Rare. Ja. So, und jetzt haben wir eigentlich nur noch Banger-Packs. 25k-Packs, 45k-Packs und kleine 50k-Packs. Let's go. Und dafür, für solche Packs jetzt hier, dafür sind wir gekommen, fürs 83 mal 10 oder für Profi Gold Pack. Und hier Bronze 87er Walkout. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Und in der Rating her kommen wir immer höher. Und hier, das meine ich, und den Rest hier, die Non-Rares, könnte man gut abgeben für einen Profi, weil 80 plus Pack oder 85 plus. So, nochmal. Was ist das? Was ist das? Ist es ein Inform? Es ist ein Inform. Und absolut, gerade noch von gesprochen, dass wir noch einen Inform brauchen, hier haben wir ihn.
So, 45k-Pack, ich bin in der ersten Folge, ich teste das Ganze, ob ihr darauf Bock natürlich habt. Und ich auf jeden Fall, 93er Bootmann, ziehen wir hier. Ich habe auf jeden Fall da Lust drauf und schon mal 283er. Ja, und ich bin am Ende gespannt, ob wir das überhaupt schaffen werden. 85er Orban, was hat der nochmal für ein Rating? Ich glaube auch ein 83er noch. Oder ein 82, aber eins von beiden. Ja, 83er. So, ein kleines 45k-Pack, aber das ist wieder untauschbar. Hier kann es auch mal bitte irgendwas Cooles rauskommen. Aber wahrscheinlich wieder eine Frau. Die USA. Ja. Dann ein 50k-Pack, ein kleines. Kann, schon wieder USA. Es kann aber nicht sein, dass wir das hier nur mit einem Workout abschließen. Oder Müll, nee, Speck. So, letztes Pack für diese Episode. Schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr Bock drauf auf die Serie habt. Ich auf jeden Fall. Kroatien ZM. Schade, nicht Modric, sondern leider nur Kovacic. Und das Ganze mache ich natürlich nicht nur einmal pro Episode, die kompletten SPCs zeigen, sondern mehrmals. Aber jetzt, wie gesagt, nur einmal zum Testen, ob ihr da auch Bock auf die Serie habt. Weil ich bin mega gespannt, ob wir das überhaupt schaffen, wie wir das schaffen und mit wie viel Coins. Und ich habe einfach halt Bock auf die Fotokarte zum Zocken. Aber ich habe gehört, der soll mega krass sein. Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, lasst ein Abo da und dann sehen wir uns bei der nächsten Folge. Macht's gut, und rein und ciao.